Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein XXL DM Haul. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Ich war dreimal im DM und zwar in einem Zeitraum von 1,5 Monaten, also im April und auch teilweise im März. Und ich möchte euch einfach zeigen, was es Neues und Altes im DM zu kaufen gibt. Als erstes möchte ich euch diese beiden Schätzchen bzw. dieses Schätzchen hier vorstellen. Wer es noch nicht kennt, sollte es probieren. Und zwar sind das die Duschgele oder das Duschgel von Balea After Sun. Ja, für den Sommer eigentlich gedacht, weil es auch von Sonnencreme-Rückständen befreit, von Chlor und Salzwasser und vor dem Austrocknen schützt. Aber ich nutze das immer. Ich nutze das auch über Winter. Und einfach aus dem Grund, weil der Duft unbeschreiblich gut ist. Wer daran noch nicht geschnuppert hat, sollte das tun. Es riecht einfach so, wie ich es mag, nach Sonne, Strand, Meer. Und wer die noch nicht kennt, sollte schleunigst in den DM gehen und einmal daran schnuppern. Die sind einfach unbeschreiblich schön, die Düfte. Und ja, die kommen immer wieder mit in mein Einkaufskörbchen. Für meine Mädels musste dann mit einmal Balea for Girls, Dusche und Shampoo, Traumtänzerin, duftet nach tanzenden Wölkchen, nach tanzenden Traumwölkchen. Ich sag euch, wie es duftet. Und zwar, es duftet einfach süß, fruchtig nach irgendwelchen Beeren, nach Erdbeeren, Himbeeren. Und meine Kinder mögen das sehr gerne, deswegen habe ich es mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen von Balea eine Cremeseife, brauchen wir immer, und zwar in der Duftrichtung Ginger and Lemon. Es riecht sehr, sehr schön nach Ingwer und Zitrone. Und ja, braucht man immer, landet also auch immer in meinem Einkaufskörbchen. Die beiden Schätze mussten auch mit, als ich die entdeckt habe im DM. Und zwar von Alverde, Naturkosmetik, Pflegedusche, Wohlfühlmonument mit Bio-Lavendel und Bio-Olive. Es ist eine LE, wer sich also dafür interessiert, für Lavendelduft, der sollte da mal dran schnuppern. Es riecht wirklich sehr gut nach Lavendel, ist halt wirklich nur für Lavendel-Liebhaber. Ich liebe diesen Duft, ich liebe einfach diese mediterranen Düfte. Es erinnert mich so ein bisschen an meine Heimat, meine zweite Heimat. Und ja, ich musste die auf jeden Fall zweimal mitnehmen. Vielleicht hole ich mir dann noch ein paar Backups, weil ich eigentlich ja, Angst habe, dass die schnell weggehen, da es sich um eine Limited Edition handelt. Dann habe ich mich für diesen Sommer sehr gut eingedeckt. Und zwar habe ich gleich dreimal Balea Aquaspray mitgenommen. Wasserspray. Und zwar einmal in der Duftrichtung Melone, dann Kokos und ganz normales Aquaspray. Ich finde, das kann man wirklich sehr gut zur Erfrischung benutzen für zwischendurch oder aber auch um das Make-up zu fixieren, ganz besonders dieses hier, das ganz normale Aqua. Steht auch hier auch zur Make-up-Fixierung gedacht für Körper und Gesicht. Finde ich ganz toll und ich bin froh, dass ich die ergattern konnte. Wer die also noch, ja, ich denke mal, die werden nicht so schnell ausverkauft sein, aber ich habe mir zur Sicherheit einfach drei Sorten mitgenommen. Dann habe ich etwas Neues entdeckt und zwar Duschgele und ich teste ja immer sehr gerne ganz neue Sachen aus. Und zwar ist das von einer französischen Marke. Das habe ich im Magazin, DM-Magazin gesehen, unter Neuheiten. Und dann bin ich sofort in DM und habe mir das dann mal angeschaut. Die haben verschiedene Duftsorten. Und zwar soll die sehr bekannt sein in Frankreich. Das ist ein, ich lese mal vor, die französische Provence ist die Heimat von Le Petit Marseillaise. Daher erhalten die Duschprodukte ausgewählte sonnenverwöhnte Inhaltsstoffe, die natürlich gut duften. Ich finde, die riechen wirklich sehr gut, besonders hier dieses Pfirsich-Nektarine. Richtig schön natürlich. Also man riecht wirklich diese Frische heraus. Das ist überhaupt nicht künstlich.
der Duft. Ich finde die Düfte auf jeden Fall ganz toll und ich freue mich schon auf Testen. Dann konnte ich an einer LE nicht vorbei. Solche Verpackungen springen mich ja immer an. Und zwar diese Käppchen hier oder diese, ja, diese Käppchen einfach, die sind in einem wunderschönen Blau gehalten und mit Wassertröpfchen versehen hier oben und dann diese Glasflasche und ja, ich mag ja sowas und deswegen habe ich es mitgenommen. Das ist ein Make-up-Fixierungsspray, nennt sich Make-up-Freezing-Spray und es hat jetzt keinen speziellen Duft, ich habe da schon dran gerochen. Und dann habe ich mir noch einen Primer mitgenommen in Stiftform, ein transparenter. Oh, der riecht aber nicht so dolle, riecht ein bisschen künstlich, ah, egal. Ich habe es mir mitgenommen, um es einfach auszutesten und ich bin gespannt, wie es sich auf meiner Haut verhält. Dann bin ich am Alverde-Stand vorbeigelaufen, Alverde-Aufsteller, und habe dann das hier entdeckt. Habe daran geschnuppert und sofort mit eingepackt. Das ist ein Körperspray, Body Splash von Alverde, Refreshing Body Splash, erfrischt die Haut und verleiht einen angenehmen Duft. Und ich fand den Duft wirklich sehr schön, richtig schön, also richtig frisch und da ist noch irgendein pflanzlicher Duft mit drinne, wunderschön und ja, musste auf jeden Fall mit. Und ich bin ja so eine, ne, aber das sind bestimmt auch einige von euch, Verpackungsopfer. Verpackungsopfer. Aufsteller, Deko-Opfer, wie auch immer. Ich lasse mich immer sehr, sehr schnell von der Dekoration oder von dem Design ansprechen, verführen, wenn man das so sagen kann. Und zwar habe ich Langhaar-Mädchen entdeckt. Langhaar-Mädchen, das ist ein Start-up-Unternehmen, so wie ich das im DM-Magazin gelesen habe. Da habe ich es nämlich auch zuerst entdeckt und ich wollte es unbedingt austesten. Da sind zwei Friseurmeisterinnen, die sich dann halt mit ihren Produkten selbstständig gemacht haben. Und ja, das kommt, denke ich mal, sehr gut an, weil die Verpackung auch wunderbar gestaltet ist und für jede Haarroutine oder Haar, wie nennt man das? Haarstruktur. Und zwar habe ich hier zum Beispiel einmal mitgenommen ein Shampoo Volume Boost mit Acai-Beeren und Acerola für, ja, für überwältigende Fülle und Lifting-Effekt bei Mona und Julia, so heißen übrigens die beiden Friseurinnen. Und dann habe ich noch mitgenommen einmal auch ein Shampoo Intense Repair Kokosöl und Buriti-Öl, reichhaltige Pflege, Antifriss-Effekt. Muss mal eben dran schnuppern. Oh ja, sehr schön. Also die duften wirklich wunderbar. Dieser hier duftet wirklich nach Beere und dieses hier nach Kokos. Ein weiteres Produkt aus dieser Reihe ist zum Beispiel hier das Haaröl. Das habe ich mir auch mitgenommen. Ich benutze Haaröl ganz besonders im Sommer. Und zwar Intense Repair Kokosöl und Buriti-Öl. Intensive Pflege ohne zu beschweren und Antifriss-Effekt. Finde ich super interessant. Dazu habe ich noch ein Haaröl-Elixier mitgenommen. Intense Repair, auch mit Kokosöl und Buriti-Öl. Und dann zusätzlich noch eine Haarkur, ebenfalls in der gleichen Duftrichtung. Kokosöl und Buriti-Öl. Und dabei habe ich noch ein Hitzeschutzspray mitgenommen, Glanz und Glätte mit Panthenol Hitzeschutz bis 230 Grad. Und als letztes Produkt aus dieser Reihe ein Haarspray. Mein Haarspray ist sowieso alle nach, ich weiß nicht, wie gefühlten Jahren, 2-3 Jahre steht das bestimmt schon bei mir im Schrank. Jetzt ist es alle und ich brauchte ein neues und dann habe ich mir gedacht, nehme ich das einfach mit. Haarspray extra stark, besonders lange Halt, glamouröse Pracht. Und ja, ich freue mich schon aufs Testen, weil ich, ja, es riecht
riecht angenehm. Also es riecht nicht ekelig nach Haarspray, so Oma-Haarspray, sondern riecht wunderschön. Dann habe ich die beiden mitgenommen von Manhattan. Ink Me Eye and Bodyliner. Und zwar in der Farbe Schwarz und Gold. Das sind einfach Stifte, mit denen man auf der Haut malen kann und die man auch als Eyeliner benutzen könnte. Ich mache jetzt den goldenen einmal auf, dann könnt ihr nämlich sehen, dass es sich hier nicht um einen Pinsel handelt. Also es ist kein Pinsel, wie man den normalerweise kennt vom Eyeliner, sondern eine flexible Plastikspitze. Ich habe nach farbigen Eyelinern gesucht und habe bis jetzt eigentlich nichts gefunden. Wenn ihr da einen Tipp habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Farbige Eyeliner. Dani sucht farbige Eyeliner. Dann habe ich mitgenommen feuchte Waschlappen. Habe ich immer mit dabei. Und Kaisernatron und eine Peel-Off-Maske. Irgendeine Peel-Off-Maske sollte es sein. Ich habe jetzt einfach eine von Balea genommen. Für Mischhaut. Ich habe die einfach mitgenommen, weil ich Schleim machen wollte. Oder Knete. Was war das? Was haben meine Kinder gesagt? Ich glaube Schleim. Ich wollte Schleim selber machen und dazu braucht man halt Natron und eine Peel-Off-Maske unter anderem. Das war mein DM-Haul und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.